Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge von New Pokémon Snap. Die letzte ist mal wieder zumindest von der Aufnahme ewig. Oh, wir haben ein neues Gebiet. Gut zu wissen, dann gehen wir da auch hin. Der Meeresgrund. Was ist? Ja, Digga, ich hab die letzte Folge vor irgendwie 2 Wochen aufgenommen, als ob ich mich an alles erinnere. Ich nehme die Folgen hier nicht gerade häufig auf, falls dir das auffällt. Könnten inzwischen sogar schon mehr als 2 Wochen sein. Also, auf jeden Fall sind wir am Meeresgrund. Und dementsprechend muss ich jetzt auch erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Perfekt. Ist zum Glück nicht die schwerste in dem Game. So. Bisher nicht viel Besonderes hier am Start. So, wahrscheinlich besseres Liebeskuss als vorher. Hier haben wir. So, da kommen wir erst wann anders hin. Und kann man mit dir interagieren? Irgendwie schon, ja. Das dreht sich. So, ansonsten gibt's hier noch irgendwas Neues. Da hinten pennt ein Ding. Da ist auch eine Kristallblume. Perfekt. Kann ich die auch irgendwie fotografieren? Irgendwie nicht. Geh mal aus dem Weg. Zählt das? Ich hoffe. Wäre schön. So. Da vorne haben wir gleich noch mehr verschiedene Pokémon, aber ja. Die haben Beef. So, da unten noch Tohaido ein paar. So, der ist angepisst, das ist immer schön. Warum sollte man das nicht wollen? Ach, das Viech reagiert anscheinend irgendwie. Moin, der ist ein bisschen zu schnell um mich rumgeschwommen. Dann knallt direkt nochmal vor meiner Fresse auf. Halt mal die Schnauze, Weilord. Das juckt ihn anscheinend schon ein bisschen, aber er guckt halt weg, der Keck. Jetzt. So. Gibt's sonst noch irgendwas Wichtiges hier? Hier ist noch ein Fisch. Überraschend unter Wasser, I know. Ich weiß nicht, ob das vielleicht besser war als das davor. Tentoxa gibt's anscheinend noch. Ich weiß, es kommt für viele jetzt sehr überraschend, dass wir anscheinend Tentoxa sind. Aha. Das weiß ich halt auch nicht, was da wie viel bringt von jetzt. So. Ich
glaube, ein bisschen zu weit unten könnte das sein, aber... Ja, wir sind sowieso am Ziel. Dementsprechend auch egal, dass wir nicht mehr wirklich Kapazität für Fotos haben. Ja, ist halt, wie man sich eine Unterwassergegend vorstellt, überraschend, ich weiß. Das erwartet man von einer Unterwassergegend nicht wirklich. 66 Fotos. Und ja, das ist besser, würde ich sagen. Die sind beide nicht wirklich gut. Das ist dümmer. Billig. Es gibt nur eins mit zwei Sternen. Zwei. Aha. Gutes Zwei-Sterne-Foto. Ja, Montags habe ich nur am Ende... genau. Habe ich nur am Ende noch ein bisschen was mitgenommen. Ja. Alle nicht sonderlich krass. Das ist wahrscheinlich das Beste. Das ist ziemlich gut. Ich gucke... Ja, würde schon sagen, das ist das Beste von denen. Ah, perfekt. Die haben einen Stern. Das hier drei. Ja, das ist das Beste von denen. Und die Kristallblume ist auf denen eigentlich allen. Aber hier, das ist wahrscheinlich das Beste. Ich meine, bewertet er eh nicht, aber juckt nicht. So, gönn ein paar Punkte. Das Libiskus ist okay. Ja, okay. Anscheinend, ja, okay trifft. Das ist Trash. Das ist besser als das davor. So, 2,7. Wirklich nett viel. Es ist auch nur okay. Hier waren viele nett so teuer. Okay, ich wollte gerade sagen, das Foto ist doch nicht gut, aber das andere war noch schlechter. Ja. Das ist scheiße. Und gibt 3,5. Ah ja, und lass mich raten, das ist... Ah nee, ich habe irgendwie gedacht, das wird weniger. Ja, und kommt, das ist das beste Foto von dem Durchgang. Ja, 4,7. Das ist aber, denke ich, auch ganz gut. Yep. Und das bewertet er eh nicht. So. Forschungslevel wird kein abbekommen. Doch. Ich dachte, das reicht nicht. So, dann haben wir noch ein bisschen neues Gedöns. Und er hat Daten zur Kristallblume. Ganz überraschend, was könnte das nur heißen? Ich glaube bestimmt nicht, dass wir jetzt Lumina-Kugeln für diese Strecke bekommen. Ich weiß, meine Theorien sind schon... Ja... Ich konnte eigentlich Lumina-Kugel entwickeln. Oh mein Gott, wer hätte das nur geahnt? Krass. Wirklich sick. Ja, ich denke, wir gehen dann auch erst nochmal. Ich habe gerade erstmal Bock auf das Riff an der Strand. So. Was? Kann man hier mit den Lumina-Kugeln machen? Die Lumina-Kugeln waren der einzige Button, der noch frei ist, überraschenderweise.
Reagiert ihr bitte, ihr Haufen. Wirkt nicht so. Naja, war vielleicht trotzdem ganz Gutes dabei, weiß nicht. Ja, das Tohaido gönnt sich eine Runde. Und die anderen Shiggy gucken nur zu und sind jetzt traumatisiert. Hier, iss was, dann passt wieder. Ich sagte, iss was, du. Hallo? Danke. Bist du besoffen oder was? Joi. Schmeißen wir Scheiße rein. Mehr Scheiße! Ah, ich hätte vielleicht ranzoomen sollen, nicht Genius. Komm nochmal. Mehr! Mehr! Jetzt schon! So, wir machen jetzt weiter. Die Folge wird aber kurz, weil wenn der Scheißteil nach 10 Minuten überhitzt, dann brauche ich mir echt keine Hoffnung machen, dass ich hier irgendwie lange was machen kann. Auf Deutsch kann sein, dass ich nach dem Durchgang hier die Folge einfach schon beende. So. Wir gehen hier lang. Machen keine sinnvollen Fotos. Da sollte man am besten einfach nicht ranzoomen, weil das Ding eh so groß ist. Ha, es hat was gegessen. Comedy. Doch. Auf dem Bild kann man das aber nicht erkennen. So, dann hier noch ein paar Bilder. Die Mantax sind, glaube ich, ein bisschen mehr geworden. So, dann Pilippa haben wir hier noch. Ich spam nicht einfach nur alle Optionen, die man in dem Game hat. Ja gut, Foto sollte ich vielleicht nicht spammen. Da hinten ist Goofa, habe ich dafür tatsächlich bekommen. Fürs Erste, ja okay. Fun Fact, Goofa kann ich auch hier bekommen. Aimbot. Yay. So, der Speicher ist gleich voll. Aber ja. Nochmal ein bisschen näher daran. Ich hätte gern auch ein Foto von Goofa, muss ich sagen. Das registriert halt immer nur als Pilippa. Danke. Scheiß drauf. Mehr brauche ich eh nicht. Und ja, auch wenn die Folge sau kurz ist, ich würde sagen, nach der Überprüfung jetzt beenden wir, weil effektiv wird es heute nichts mehr. Ah, ich darf die Erkundung nicht beenden.
Ideal. Und warum genau darf ich die jetzt nicht beenden? Hui, irgendwie sieht's komisch aus, wie die Äpfel auf dem Wasser ewig schwimmen. Ich muss halt sagen, ich habe echt das Gefühl, auch wie die Äpfel sich verhalten, dass das ein bisschen gebackt hat gerade. Echt jetzt? Man schmeißt die hin, die bleiben komplett regungslos auf der Oberfläche und gehen nach 5 Sekunden einfach unter. Ja. Das ist nicht natürlich. Bei dem Spiel schon. So, ich kann mir vorstellen, dass wir ein paar ganz gute Fotos vielleicht haben. Ja, das ist das Beste von Shiggy. Die sind beide nicht gut. Das ist auch nicht gut. Ah, die aber nicht. Danke. Und vor allem, da steht, es gibt kein Zwei-Sterne-Foto. Hä? Ich wollte gerade sagen, bist du blind? Ist das eine Null in deinen Augen? Wir haben... Ja. Das ist... ja, 3 und 1 Stern haben wir auch beides schon. Ja, werden alle schlechter sein als das, was ich schon hab. 1 Stern habe ich, 3 Sterne habe ich bei beiden. Das sieht irgendwie behindert aus, das nehme ich. So, Goofer haben wir auch 4er. Überraschenderweise mit der ziemlich exakt selben Pose wie bei Pilippa. Nur, dass das noch gescheit nah dran war. Wenn jetzt das Pilippa-Foto mehr Punkte bekommt als das Goofer, muss ich los. Ja. Das Shiggy leidet, das ist immer lustig. Ja, der findet es nicht ganz so nice, auch wenn 69 in der Punktzahl drin war. 3 Sterne zu Heido. Ja, das Carpador war nicht gut. Das Wailord ist sehr gut in meinen Augen. Und in seinen anscheinend auch. Pilippa bekommt 4-3. Das merken wir uns. Ja, ist nicht gut. Das ist so viel schlechter, was? Warum ist dieses Goofer so viel schlechter als das Pilippa? Ja, trotzdem. So. Ich glaube, das reicht auch für Level 3. Nein. Nein, tut's nicht. Egal. Ja, er hat automatisch 1 hochgeladen, weil Baum. So, das war's dann mit dieser Folge von New Pokémon Snap. Sind immerhin noch fast 20 Minuten. Wenn's euch gefallen hat, Like und oder Abo dalassen. Bis zum nächsten Mal.